Hä? Oh! Das war richtig los. Oh Mann. Okay, ich hab doch schon ein bisschen Zeit. Ich weiß gar nicht, wo kommt der denn dann her? Der ist ja hinter dem Balken. Okay. Hier gibt es einen Aufnahmestopp, einen Cut. Und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich wieder vor dem Monster stehe. Also wenn ich da gerade um die Ecke komme. Bis gleich. War ja jetzt nicht so geil. Ich habe aufgestoßen, oh mein Gott. Als ich überlegt habe. Sämtliche Körperfunktionen haben bei mir ausgesetzt. Okay, ich werde es jetzt noch ein paar Mal versuchen. Ich werde bestimmt irgendwann den richtigen Weg finden und dann sehen wir uns gleich wieder. So, da bin ich wieder. Internet sei Dank, das, was wir gemacht haben, war tatsächlich richtig. Das fiel so fucking schnell. Und das, was wir vorhatten, war tatsächlich richtig. Aber, und ich meine, ich habe die Info nicht bekommen, das Vieh mag kein Licht. Wir müssen jetzt die Taschenlampe ausmachen. Und das finde ich echt nicht so geil. Okay, ich weiß nicht, wo ich bin. Ich weiß nicht, wo ich lang muss. Warte mal. Oh Gott. Ich habe ein bisschen zu lange gebraucht. Ich glaube, ich habe ein bisschen zu lange gebraucht. Boah, ist das ätzend, ey. Oh, ich bin so froh, wenn ich das hinter mir habe. So, hier auf. Meine Hände die ganzen Tag schon hier auf Tastatur, ne? Aua. Einfach nur aua. Boah, den Weg jetzt gleich im Dunkeln finden. Herzlichen Glückwunsch. Mm-mm. Jetzt ist es richtig, die Seite. Oh mein Gott. Ist er drin? Ist er drin? Er war drin. Ich hatte zu viel Zeit, ich bin so durch. Okay. Und wie immer, ihr kennt das ja. Kurzen Cut und wir sehen uns gleich wieder. Ha!
Ja, ich glaube, jetzt habe ich hier echt extrem scheiße gebaut. Ich kann irgendwie nie ausmachen, wann der Penner kommt, weil der viel zu schnell ist. Der verfolgt mich wahrscheinlich dann jetzt hier, ne? Oh. Ja, okay. Oh, und das Ganze nochmal! Zum tausendsten Mal! Ich hoffe, ich schneide das alles zurecht, ey. Ich habe mir das aber extra so schön hier aufgeschrieben. Da, guck mal, so richtig schön aufgeschrieben da. Da geschrieben Cut by Monster Chase. Ich hoffe, ich habe mir das gemerkt. Wahrscheinlich werde ich wieder nicht wissen, was ich gemeint habe. Bis gleich. Ich hoffe, ich schneide es rein. Ich habe hier gerade mal... Ja, wir sind hier bei dem Käfig. Hier können wir auch durch. Das heißt, theoretisch könnte ich ja auch hier... Ich hätte das gerade machen sollen. Vielleicht hätte ich so... Aber ich glaube, ich muss es hier reinlocken. Es macht einfach sonst keinen Sinn. Aber da ist noch ein Ausgang. Hier nicht. Okay. Dann nochmal das Ganze. Oh mein Gott. Na du Kacke! Scheiß auf dich, echt. Scheiß auf dich. Okay. So lebe ich es noch auf der Karte stehen. Auf der Karte steht. Warte mal. Stehen ein paar Hebel, habe ich hier. Das war so. Ist irgendwo noch. Ah, da ist ein Hebel. Aber. Das ist nicht der einzige Hebel. Glaub ich. Ich weiß es nicht. Ich will speichern. Ich weiß, Nee. Ich gespeichern. Das mache ich nicht nochmal. Ich gespeichern. Okay. Wie krass ich im Dunkeln diesen Weg jetzt auswendig konnte. Ich habe ihn mir aufgemalt, ne, aber ich hab. Das bringt nichts. Ich habe nur ein paar Striche gemalt, aber. Und ich hab keinen Plan, was jetzt hinter der Tür ist. Warte mal. Okay, ich hab keinen Plan, was hinter der Tür ist. Hab ich nicht. Trotzdem nicht. Ist das AK? AK? Ne, ist Attic Key. Den kann ich da nutzen, aber ich sehe nicht, was da ist. Okay. Attic Key. Ja, ich muss den erstmal holen. Hab ich vergessen. Hab ich voll vergessen. Hallo, Handy Pan. Ich muss jetzt erst in die scheiß Box von dem. Ja. Du, dein geiler Po, ey. Ich sag dir. Ich bin gerade irgendwie voll motiviert, das heute durchzuspielen. Ich weiß nicht warum. Ich sehe nicht so aus, ne? Aber ich bin. Also, das war jetzt so viel Kram einfach. Das ist. Also, heute war echt eine Aufnahme, ne? Gott sei Dank läuft gerade noch halbwegs flüssig. Heute war echt eine Aufnahme, ey. Puh. Da war alles mit drin. Ja, eine Attic-Key. Ja. Ich bin konzentriert. Ich bin super konzentriert. Ich mach das nicht nochmal. Ich meine, ich habe ja gespeichert jetzt, ne? Aber. Dann bis zum Ende durch. Dann einmal ganz schwupp. Ja, ich kenne den Weg mittlerweile. Ich werde heute Abend davon träumen. Guten Tag. Creepypasta Punch, willst du mal das Bild machen?
Nein, nein, ich wünsche das, also ich wünsche es tatsächlich gar keinen. Weil, das Spiel ist sehr lang. Es ist, kannst du nicht mal eben so wegspielen. So, ich werde mal zur Sicherheit hier einmal den machen. So, jetzt aber. Verarschen. Etik Tuki! Willst du mich verarschen, ey? Leck mich am Arsch! Ich habe keine Ahnung, was hier los ist. Was sind das für Räume? Ich kenne die nicht. Oh ja, bitte. Okay, das finde ich nett, dass wir hier nochmal speichern können. Das ist ganz cool. Etik Tuki! Das sieht gerade nicht so... Also es ist jetzt kein großes Areal oder so, aber das sieht... Also ich glaube nicht, dass ich... Dass ich den da einfach jetzt aus der Box nehmen kann. Nein. Definitiv nicht. Das wird nicht passieren. Was? Wie? Hä? Ich kann hier hin, okay. Ich hätte eigentlich gedacht, dass ich da irgendwie durchkrabbeln kann. Natürlich. Hä? Da hinten. Hä? Was ist da hinten jetzt hell? Was ist das für komische Türen? Wo bin ich denn hier? Okay, finde ich gut. Da ist eine scheiß Puppe da, weißt du? Das ist... Ich lade mal kurz nach. Okay. War meine Info mit dem VR eigentlich richtig? Ich brauche die Batterie da unten. Ich scheiß drauf. Ich brauche diese... Guten Tag. Diese Batterie da unten nicht. Warum? Das war aber eine andere, das war nicht was getan, ne? Also die ist einfach nur so ein Geist. Ja, warte mal. Ich konnte da ja jetzt schon was machen, ne? Ich hatte... Ah, da kann ich hier durch. Hm. Hier durch, okay. Dann bauen die echt noch sowas jetzt ein? Ja, die hatten ja Spaß. Die hatten definitiv Spaß beim Entwickeln. Ich bin doch überlegen, ob ich die eine Batterie da nehme, aber... Weiß ich. Guten Tag. Ich glaube, ich soll das hier machen, ne? Hä? Geht das nicht? Was
ich das ganz rausschieben? Warte mal. Geht das? Nein, es geht nicht im Dunkeln. Ich brauche die Batterie. Also weiter geht's hier nicht. Und für mich sieht es so aus, als müsste ich jetzt hier unter dem Tisch einfach. Ach so, okay. Oh, Batterie. Warte mal kurz, kann ich nachladen? Ich kann so nicht nachladen. Ist mir zu spannend hier. Oh, Batterie, super. Die nehme ich doch gerade wirklich dankend an. Die Aufnahme läuft auch. Ich würde mir den Arsch beißen, wenn die Aufnahme irgendwie... Ich würde mir so einen Arsch beißen. Ich habe die Tür da gesehen. Geil. Wo bin ich denn dann jetzt? Okay, die Tür... die Door ist stuck. Ich kann gar nicht mehr reden. Ah, jetzt will ich doch wieder speichern. Zeit. Alles klar. Was ist denn für ein Dachboden, Mann? Wenn wir schon mal die Chance haben, dann machen wir das auch. Hier noch. Hallo, Ratte. Dann hier noch. Und ich sag mal, es ist ein kleines... Es ist eigentlich ein kleines Areal, aber ihr seht ja, ne? Natürlich. Das ist mir viel, viel sicherer, das jetzt zu machen. Anstatt da gleich nochmal den ganzen Terz mitzumachen, weil ich weiß nicht, was jetzt passiert. Auf! Attic Key. Erstmal das hier. Ah, eine Wo. Guck mal, ich hätte jetzt gar nicht speichern können. Und ich habe absolut keine Ahnung, wo ich das jetzt verbrenne. Ich habe keine Ahnung. Also Attic Key erstmal, ne? Hier? Nein, hier. Speichern kann ich eh nicht. Was ist das jetzt? Ah, super, das ist ein Hebel. Die Hebel fallen überhaupt gar nicht auf, ey, das ist so fies.
Okay. Ich brauche ein Feuer. Ich habe keine Ahnung gerade. Aktuell. Nee, warte, ich komme da durch. Ich komme da durch. Ja, es ruckelt gerade ein bisschen. Nein. Das war's nicht. Ich brauche eine Sekunde. Okay, ich gehe gerade viel zu weit. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Wieso habe ich gerade von den Fujis das ist Radio Not Here I Come? Wieso habe ich das gerade im Kopf? In die erste Etage, scheiß drauf. Hier? Nein, nein, nein. Oh, und es ist super krass am Ruckeln. Ich weiß nicht warum. Okay, ja. Etiki 2. Eine Voodoo-Puppe habe ich noch gekriegt. Ich kann es so. Ich guck mal. Ein Talisman fehlt noch. Wenn ich den einen Talisman hab, ne? Dann bekomme ich ein Artefakt. Dann haben wir erst drei Artefakte. Aber da kommt nichts mehr. Ich seh hier auch gar nichts mehr. Also eine Voodoo-Doll haben wir übersehen. Ich denke mal nicht, dass die jetzt noch so irgendwie in unseren Run so jetzt kommt. Die ist wahrscheinlich in irgendeiner der Kisten, die ich übersehen habe. Ich habe ja nicht so krass danach gesucht. Ich guck mal gerade ein bisschen. Es gibt tatsächlich hier noch was, was ich nicht habe. Aber ich glaube tatsächlich, ich glaube, das ist das Artefakt und das wäre ein, so ein Magierstab. Oh, da ist die Olle wieder. Die haben wir schon einmal gesehen. Gut. Ich böse sein, ich gucke gerade noch mal kurz, um mich ein bisschen hier einmal zurechtzufinden. Wo ist denn dieser Wizard-Stuff? Hier. Ja, das ist das Artefakt. Das ist definitiv das Artefakt. In den ersten Keller hatte ich eine Voodoo-Doll. Und laut der Map sind da zwei Voodoo-Puppen. Jetzt ist halt die Frage. Also, entweder gehe ich in den ersten Keller nochmal ohne Aufnahme tatsächlich. Das muss ja echt nicht sein. Ich gucke gerade, welche Voodoo-Dolls ich denn haben könnte. Die bei den Schlüsseln habe ich alle auf jeden Fall, weil die waren ja immer dabei. Das heißt, ich habe sicher schon eins. Warte. Stimmt, ich brauche noch den Mysterious Key. Einen Moment. Warte. Den Mysterious... Oh, habe ich den? Warte. Find Mysterious Key. Find Crypt Key. Das sind die Schlüssel, die ich noch brauche. Wo haben wir denn den Mysterious Key? Hier. Hä? Nie im Leben. Okay. Diesen Mysterious Key doof. Bekomme ich
wenn ich die letzte Voodoo-Puppe verbrenne, auch zusammen dann mit diesem Match, also mit diesem Artefakt. Unten bei dem, da wo das Vieh eigentlich hang, wo die Hände das gerade beschützen. Das wäre dann ein Abwasch. Die Voodoo, dem Voodoo, die Voodoo-Doll habe ich auch. Ja, Roswitha, das ist klar. Okay, ich mache mal eine kleine Aufnahmepause, einfach um mich mal ein bisschen zu sammeln. Ich spiele das heute durch, kriegen wir hin, alles klar. So, und dann sehen wir uns gleich wieder.